Wir haben jetzt Moon vom Team We Made Fox neben mir, wohl der bekannteste Warcraft-3-Spieler aller Zeiten und gleichzeitig auch der bestverdienste Spieler aller Zeiten. Und wir möchten Ihnen ein paar Fragen über Avalon of Heroes stellen. Hallo Moon, schön, dass wir dich jetzt im Gespräch haben. Und die erste Frage wäre direkt, was macht Avalon of Heroes so besonders? Er sagt halt, dass das Spiel deswegen so gut ist, weil man verschiedene Charaktere hat, verschiedene Spells, die man usen kann. Und dadurch, dass es ein 5-on-5-Game ist, wird halt die Zusammenarbeit im Team gefördert und man kann halt dadurch auch gute Leistungen im Team bringen. Die Zusammenarbeit mit dem Team ist also sehr wichtig. Mit wem hast du denn bisher so in einem Team zusammen gespielt? Wen würdest du persönlich als stärksten Ally oder vielleicht auch als Gegner? Du hattest natürlich auch einige Gegner hier empfinden. Also wer war wohl der stärkste Spieler hier insgesamt auf der Messe? Yogi war es, dass ich im ODO-Game hatte. Ich habe Yogi und das haben die Jungen nur erzählt, hat er nicht. 그 도타 선수들 중에서 그 루단과 그리고 또 블리자드 아이디 닉네임을 썼던 선수들이 잘했던 것 같고 또 오늘 구루비 선수도 활약이 대단했던 것 같아요. Es hat halt der Dota-Spieler Loda und Blizzard, der Content-Spieler von Mousesports. Und halt heute hat er zum ersten Mal Grubby spielen gesehen und er war halt schon erstaunt, was für eine Leistung er gezeigt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es ein Spiel, das man auch im E-Sport irgendwann mal oben sehen kann? Dazu gehört oft, dass man sehr viel trainieren muss, um auch besser zu werden. Ist es ein Spiel auch mit Potenzial? Das heißt, mit Training wird man auch besser. Game 연습하고 잘해 연습 많이 하면 정말 잘할 수 있고 그런 게임인지 그리고 지금 여기 큰 대회장에서도 나올 수 있는 게임인지 여기 뭐 카스 같은 거 그런 쪽으로서 일단 이 게임이 도타와 같이 비슷한 게임이라 뭐 열심히 연습하면은 보다 더 나은 플레이가 할 수 있고 또 이제 뭐 e스포츠 게임으로서 괜찮다고 적합하다고 생각합니다. Das Spiel selbst ist ja ähnlich wie Dota aufgebaut und dadurch, dass Dota auch sehr bekannt ist und sehr berühmt ist, schätzt er die Chancen für Avalon Heroes auch sehr hoch ein. Und er denkt auch, also wenn man halt sich im Spiel anstrengt, also sich Mühe gibt und viel trainiert, kann man ein sehr guter Spieler werden. Und Avalon Heroes hat auf jeden Fall das Zeug dazu, ein guter E-Sport-Titel zu werden. Jetzt kennt man dich in Warcraft 3 als die fünfte Rasse, the fifth race. Ja, da grinst du auch schon ein wenig. Und gibt es denn auch für dich einen Helden in diesem Spiel, in Avalon of Heroes, der dir sehr gefällt, mit dem du den Gegner relativ einfach, ich sag mal, frech nass machen kannst? Avalon Heroes, Charakter, 어떤 Charakter 제일 좋아하는지? 저는 오리엔스 영웅을 좋아하고 이오니아 같은 경우는 자르제 영웅을 좋아합니다. 마법을 쓸 수 있는 영웅들이 좋아합니다. Er mag halt die Charaktere, die Sprüche nehmen kann. Es gibt halt bei Avalon Heroes zwei Welten, Oriens und Ariens. Oriens gibt es andere, woher? Oriens ist Bi-Yong-Gyong. Oriens ist Bi-Yong-Gyong, heißt der Charakter. Anderen Worten? Ionia ist Jarje. Odi? Ionia ist Jarje. Und bei Ionia ist es Jarje. Das sind halt beides Charaktere, die sehr starke Zauberkräfte haben, also Spells haben, um die Gegner auszuschalten. Letzte Frage soweit. Was würdest du jemandem empfehlen, der das Spiel jetzt gerade anfängt? Was ist eine gute Strategie? Wie kann man schnell gut werden? Er sagt halt, es ist ganz wichtig, sehr viele Spiele zu spielen und im Nachhinein auch halt, dadurch, dass es ein 5-on-5-Game ist, halt die Zusammenarbeit im Team zu fördern, halt, also mit anderen Leuten zu spielen und halt um halt besseres Team-Feeling zu haben. Okay, vielen Dank für das Interview. Yeah, thank you.